Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir fangen jetzt an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir weihen unsere Lebensmittellinie 3 ein. Was heißt Lebensmittellinie 3 eigentlich hier? Warentransport. Das ist ja. Gucken wir mal an, wie unsere Bahn hier so fährt. Fahren mal ganz in Ruhe mal mit. Und gucken mal, wie das anläuft. Ich finde das immer cool, wenn man so viele Linien hier nebeneinander hat. Ich versuche, das wäre das auch versuchen im Laufe des Spiels, sehr, sehr viele Linien so parallel laufen zu lassen. So in großen Trassen irgendwo hin oder so. Ich habe da echt, also, echt Bock drauf, das wirklich richtig fett aussehen zu lassen. Gucken wir mal, wie das so wird. Ja, der Zug hat eine Länge von 347 Metern. Ja, das ist auch maximal, was hier so, was ich gerne hätte. Ja, hatten wir von 28 Millionen, das ist natürlich schon einiges. So, gucken wir mal, ob wir schon Lebensmittel auf uns warten. Ich tippe mal noch nicht. Jetzt, ich habe nicht geguckt, so ins Blaue getippt. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. So, Weg ist ganz schön weit, ne? Ich tippe mal, wir werden hier bald eine zweite Bahn raufsetzen müssen. Oh, es wartet schon was auf uns. Ei. Gut, werden wir es mal verteilen. Gucken, wo das so hingeht. Ich finde die Lok auch ganz schick hier, ne? Vorne, hinten blau, in der Mitte so grau. Macht schon was her. So, erster Bahnhof, erster Stopp. Wahrscheinlich noch ein bisschen raus. Ne, ganz schön viel schon. Dürfte aber mit dem meinen LKW noch aktuell noch. Na gut, 105. Ich meine, da braucht man auf jeden Fall noch einen LKW. Hier sind wir 75. Ah, schwierig. Er deckt ja auch. Na, ist, na, nicht so viel ab. Gut, gucken wir uns mal den Rest an. Für die 3 Fahrt wieder relativ viel. Produktion läuft doch Hochtouren. Die fetchen Gewinne rein. Wird sie denn voll?
Das müsste noch lang. Nein, warte. War er ein Tick zu früh da? So, Finanzen. Plus minus null. Bei den LKW-Linien. Dafür werfen aber die Bahnlinien viel Gewinn ab. Aber das wird schon noch kommen. Oha. Ja, 81. Mittlerweile schafft er ganz schon mal dran hier. Na gut, Produktion ist hochgefahren, ne? Die Linie wird jetzt wahrscheinlich voll mit berechnet. Oh, Linie 1 gar nicht voll. Oha. Setzen wir zwei LKWs hier zu. Stakelitz. Und gucken mal, ob er das denn hinkriegt, das abzufahren. Oder die drei. Weil das ist ja auch das Schöne an so einem Spiel. Es ist so ein Aufbauspiel, so eins nach dem anderen, so ein bisschen strategisch. Wie gesagt, mich interessieren die Details immer sehr, die Finanzen und sowas. So, und das schafft der Zug jetzt nicht mehr. Wie lang ist er denn? 248 Meter. Das heißt, den können wir gleich reinfahren. Den werden wir nochmal upgraden. Bevor wir da jetzt wirklich noch eine neue Linie hier bauen, die schon, also in Betrieb nehmen, die schon gebaut ist. Denn wie gesagt, die Bahn kann noch mal 100 Meter länger werden. Da kann noch mal, können noch mal ein paar Waggons dazu kommen. Geht ab hier. Ja, kann viel mehr vertragen. Schicken wir natürlich ins Depot, wenn sie abgeladen hat. Macht Sinn. Ja,
Hiervon hat einer gefehlt. So. So. So, der ist jetzt ein Tick länger, aber hat nochmal quasi jetzt hier insgesamt 7 Waggons dazu bekommen. Könnte schon so ein bisschen was bringen. Das eine Jahr haben wir mega Gewinne gemacht. So, mal gucken, was er jetzt mitnimmt. Ja gut, er wird natürlich voll werden. 340 und 200. Die Produktion müsste schon sinken wahrscheinlich. Weil ich das nicht mitnehmen. Aber jetzt... Na, steigt sie? Ich tippe ja. Ja, Linie 3 nimmt alles mit. Sehr schön, hat 5 Millionen Ausgaben. 12 Millionen, das heißt 7 Millionen Gewinn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und der Kurzzug müsste jetzt deutlich in die Gewinnzone fahren. Schon wieder so viel. Alter Schwede. Zieht richtig hoch die Produktion. Aber auch, weil wir so viel Absatz haben. Ne? Der Absatz vergrößert sich. Wir binden mehr Städte an. Es wird alles zugestellt. Oder beziehungsweise verteilt. Hier nochmal ein LKW rauf. Das heißt, bloß nicht aufhören, sich irgendwie drauf ausruhen, sondern gleich weiterbauen. Die nächsten... Ne? Die nächste Produktion mit anbinden, neue Linie dazu bauen. Bloß steigern, steigern, steigern. Wieder noch 240 und 111. Das Problem ist, ich kriege aktuell hier auch nicht mehr weg. Das heißt... Aber die sind versorgt, voll versorgt und auch super versorgt. Es macht da auch nicht wirklich Sinn, jetzt schon eine neue Linie hinzubauen. Außer, ich binde hier hinter noch irgendwie zwei Dörfer, dass ich quasi von hier dann nach da und da fahre. Dann kann ich quasi eine Bahn von hier nur nach da fahren lassen, nur quasi zum Umschlagen. Könnte man machen 100 und die sind gut. Aber all das machen wir dann in einer neuen Folge. Denn die Zeit ist schon, die Zeit rast echt. So wie sieht sie aus? Ja, 11, ja, der produziert ohne Ende.
Es würde vielleicht fast. Ja, das Lager ist viel zu leer. Wisst ihr was? Wir holen uns da noch eine Bahn. Kleine günstige. Die auch nicht so viel jetzt nimmt wie Mitschaff wie die andere. Aber dass wir gucken, dass die auch so ein bisschen für Entlastung sorgt und ein bisschen mehr Lebensmittel mit transportiert. Es ist meistens so, wenn man, also aus Erfahrung kennen die wahrscheinlich auch, wenn man jetzt eine parallele Linie genauso aufbaut, wird mal eine so ein bisschen vernachlässigt. Aber gut, trotzdem sorgt es für Entlastung. Ich will noch einmal sehen in dieser Folge, wie sie jetzt fährt. Die Strecke ist nun echt nicht weit von da nach da und ja. Ansonsten, wenn wir mehr Lebensmittel brauchen, haben wir da noch eine Anbindung. Aber wir müssen sie auch verarbeiten können. Guck mal, schon 130, 103. Schon komplett voll. Erste Tour. So eine Fahrt habe ich noch nicht gehabt, ey. Dass du so nah am Spielstart, Anfang quasi, eine Linie erstellst und die fährt die erste Bahn dahin, die erste Tour und ist direkt gleich voll. Alles gut, das Lager ist jetzt voll. Das heißt, er kann die Produktion hochschrauben. Das heißt aber auch im Endeffekt, ich muss es irgendwie abtransportieren. Gut, ich tippe mal aber einfach. Ich werde es denn so machen. Dass ich eine Bahn habe. Was soll ich das so machen? Dass ich mit einer Bahn nach hier fahre und mit einer Bahn durchfahre nach oben. Oder? Ich weiß es nicht. Muss ich mir mal überlegen. Ihr könnt ja auch eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr Verbesserungswünsche habt, keine Ahnung, Vorschläge, was man wie besser machen kann, ne? Ich bin für Vorschläge offen und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein, tschüss.